Ich dachte, nicht oben kippst du. Servus! Heute sind wir mal nicht unter dem Unimog. Das ist ein Offroader, das ist der Mercedes GLE. Wir sind da in Roding bei Mercedes Meyer und wir schauen uns heute den 350er Diesel an. Ist eine Luftfederung, alles drin. Hightech einfach. Und wir wollen mal schauen, wie fährt man mit so einem Auto eigentlich? Ah, oh, da ist ein Parkplatz. Aha, da haben wir rückwärts gegangen. Ich gebe nicht Gas, ich bremse nicht, ich steuere nicht. Wahnsinn. Bremst ja von selber schon, oder? So, jetzt wieder. Und jetzt, wenn ich aussteige, natürlich muss ich mich zuerst anschnallen, dann da von selber die Handbremse sein. Der hat das Luftfahrwerk, den mittleren Ausbau. Es gab da das E-Active Body Control. Das heißt, eine Luftfederung mit zwei Stereokameras, also mit einer Stereokamera vorne an der Front und noch ein paar andere Sensoren, die Fahrbahn abscannen, quasi ein 3D-Modell machen und dann die Federn schon so einstellen, dass man quasi gar keinen Boden Unebenheit mehr merkt. Warum habe ich die ganze Zeit mein Handy eigentlich, obwohl wir noch nicht im Gelände sind? Ganz einfach, der Griff ist von der G-Class bekannt und der vermittelt halt einfach Souveränität. Und dann geht er auch noch ab, weil pervers einfach. Es sind Schäden, 272 PS, aber die fühlen sich einfach brachial an. Ich meine, das ist ein 6-Zylinder-Diesel mit 600 Newtonmeter. Da muss man also aufpassen, dass man nicht schnell fährt mit dem Auto. Ist aber kein Problem, weil der hat Geschwindigkeitslimit-Assistent. Wir sind ja in Trasching bekannt für unsere Kurven. Also die Strecke, weil wir jetzt gerade fahren, das ist eine Motorradstrecke. Da braucht man gute Lenkung und die Lenkung da herin, die ist sehr angenehm. Die ist also relativ direkt. Leider keine Portalachsen, weil wir sie ja vom Unimog gewohnt sind. Aber das Fahrwerk, das ist schon gut aufgebaut. Also das haben wir uns ja angeschaut. Von unten wirklich robust. Ich meine, das darf es angesichts von derer Leistung ja auch sein. Vorne haben wir Mehrlenkerachse und hinter Doppelquerlenker-Hinterachse. Das ist komfortabel. Ist, man kann dort alles vom Lenkrad aus steuern. Das ist echt brutal, weil die um Kurven geht. Inklinometer, 100% Steigung. Challenge. Es gibt den auch als 350DE, das heißt, der hat einen OM 654 drin, also der Vierzylinder mit 190 PS plus 136 PS von einem Elektromotor. Schau, was du jetzt fährst, kriegst du Ambientelicht? Ja, da leicht's. Ja, freilich. Sag ich ja. Die Details und vor allem das Licht, das fließt rundum.
Ui, ui, ui. Da drückt man mal ein bisschen aufs Gas. Ein bisschen. Also die Klimaautomatik, die ist auch gut. Schade. In dem Auto haben wir schon 2 Zonen. Es darf auch noch 4 Zonen geben. 4, die Passagiere im Fond. Jetzt sind wir wirklich wieder. Ah, machst du das Dachfenster? Oh, ich komme fürs Dachhaus sicher. Warum ist beim Unimog-Motorhammer jetzt offen? Ganz einfach, dass man mal sagt, auch damals ist der Bauraum schon gut genutzt worden. Das Einzige, was da anders ist, du kannst alles selber richten, ohne Computer, und es ist keine Plastikabdeckung drauf. Ist aber ganz klar, weil damals die Technik noch nicht so weit war. Heutzutage gibt es Sensoren für alles, man kann alles diagnostizieren, man muss die Möglichkeiten gescheit nutzen, und wenn man eine gescheite Werkstatt hat, dann haut das auch hin. Das kleine Teil hat 34 PS. Darf aber trotzdem 38 Tonnen anhängen, zumindest damals. Auto darf aber schon 3,5 Tonnen anhängen, obwohl es 3 Liter Hubraum hat. 1,2 Liter mehr, weil der Mack 6 Zylinder, 2 mehr, weil der Mack, tja, 9 Gang, auch das, 3 mehr, weil der Mack. 272 PS, die kriegst du im Unimog auch, aber aus 7,7 Liter. Also bei den aktuellen, da hast du dann auch einen Kraftheber. Das hat natürlich ein Auto nicht. Ein bisschen Spaß am Rande. Dann waren wir noch beim Auspuff. Ohne Cut, ohne SCR, ohne siehst was. Der da dafür mit Blenden. Also da kann ich reinlangen, da will ich nicht drücken, weil da geht es nicht weiter. Der richtige Auspuff, der ist auf der Seite. Das ist ein bisschen peinlich. Wobei aber ehrlich gesagt, sind wir da mir alle dran schuld. Wenn man mir immer strengere Umweltgesetze wünscht, dann müssen wir halt damit leben, dass nur ein Katalysator mehr eingebaut wird. Das ist halt dann so, anders ist das nicht machbar. Ich persönlich finde das schade, aber natürlich ist es gut, wenn wir weniger Schadstoffe ausstößen. Rampenwinkel beim GLE. Durch die 80 cm mehr Radstand, weil der ungefähr gleich lange für euch wohnen mag, nicht so super, aber ausreichend für normale Offroad-Sachen. Man muss fairerweise sagen, es darf da noch ein Offroad-Paket geben, das heißt Untersetzungsgetriebe, und man kann wirklich sperren. Nicht so LS-Differenziale oder Differentialsperren halt, sondern richtig, weil im Unimog. Dort hat man Sperren, die bei Klauen geschaltet sind, also hundertprozentige Sperrwirkung zwischen Vorder- und Hinterachs und in die Achsen. Also mit dem, wenn du nicht weiter kommst, dann kommst du mit nichts weiter. Der Unimog ist gute 20, 25 cm schmäler, aber er ist 2,5 m hoch statt 1,77 m beim GLE. Unterlegen tut sich bei beiden jetzt nicht so viel, aber man sagt schon, das eine ist ein riesiges Auto, sag ich mal, das andere ist halt ein Offroad-Monster und Arbeitsmaschine. War jetzt schon ein kleiner Vergleich am Rande. Mit der Abgasreinigung insgesamt erreicht man also einen Ausstoß von Schäd 20 mg Stickoxide pro Kilometer bei einem Grenzwert von derzeit 80 mg. Ich denke, da kann keiner mehr sagen, so ein dreckiges SUV, 630 Liter Kofferraumvolumen, und man kann natürlich das durchgehend dort und umklappen, natürlich auch schon zum Teil, ist dreigeteilt, und dann hat man 2055 Liter Volumen da im Kofferraum, und zwar wirklich schön eckig, ohne dass irgendwo Radkasten wickelt, weil bei einer Limousine zum Beispiel. Da erinnernd haben wir eine Innenbreite von zwischen 1,48 m und 1,52 m. Man hat ein Raumgefühl sondersgleichen. Das spiegelt sich dann auch da drin wieder, dass hinterend noch eine zweite Sitzbank als Option gibt. Das Interieur, das ist halt einfach edel. Das muss man schon sagen.
Am besten gefällt mir aber immer noch der wuchtige Griff. Verarbeitung, die ist auch gut. Also, ne, Druckpunkt passt. Ja, die Nähte, die sind sauber ausgeführt. Ich finde, da gibt es nichts auszusetzen. Dort haben wir so ein Velour und da haben wir ein Kunstleder. Naja, das gefällt mir aber. Das schließt gut. Schauen wir die vorderen Tiere an. Super. Vor allem auch die Spaltmaße. Die schauen gut aus. Lackiert ist auch sauber. Warum machen wir das jetzt? Schaut es einfach einmal. Warum schon jetzt die Reifen, da haben wir keine hundertprozentige Sperrwirkung beim Unimog-Reifen. Obwohl er Allrad hat, kommst du so im Gelände nicht rein. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Allrad für die Straße, wenn du schwere Lasten zu ihm hast. Und da geht es morgen weiter. Da begrüßt uns eine Projektion vom Stern. Das ist doch schön. Das ist leicht irgendwo 600 Meter weit, 84 einzelne LEDs pro Scheinwerfer. Die Ausleuchtung ist auch gut. So ist das Edel da herin. Wenn sie jetzt kälter macht, wird es da eher blau. Wenn es wärmer macht, wird es rot. Wenn man sich jetzt anschaut, da steht eins ein Golf daneben. Weil riesig dass das Auto eigentlich ist. Die Autos werden größer, Motoren werden immer kleiner. Man holt mehr Leistung aus wegen Hubraum raus. Wir haben da jetzt einen 6-Zylinder zwar drin mit 2,925 Liter Hubraum. Das ist aus der neuen Strategie, den gibt es als 4-Zylinder auch, gibt es auch als 6-Zylinder Benziner. Ja, da sieht man jetzt eine von den zwei Abgasrückführungen. Eine ist ja Niederdruck, die andere Hochdruck und auch gekühlt. Das ist einfach wegen der Real Driving Emissions. Da ist dann ein Fallstrommischer drin, da war dann das erste Mal SCR, also AdBlue, eingespritzt wird. Und dann geht es los mit den Cuts. Dann kommen zwei Cuts und dann kommt noch ein Ammoniak-Sperr-Cut und ein Dieselpartikelfilter kommt natürlich auch noch. Also mit der Anhängeransicht kommt man wirklich gut auf den Anhänger kaputt. Dort haben wir jetzt zum Beispiel die Anzeige, wie viel Leistung und Drehmoment das momentan angerufen wird. Auch ein Ladedruck, also wenn ich da Gas gebe, dann steigt er, ja, macht der Kickdown, das brauchen wir aber jetzt nicht. Und ich kann jetzt sagen, hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Navigiere nach Lohberg. So. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Die Vorderachse ist jetzt gar nicht da drin. Das wird alles im Verteilergetriebe gesteuert über die Lamellenkupplung. Also elektronisch natürlich heutzutage, ist eh klar. Schauen wir mal, wie weit dass wir den Nahweg rein. Ja, es ist wirklich ruhig. Das Einzige, was man hört, ist die Lüftung bzw. halt die Klimaanlage. Was auch ganz gut ist, ohne dass man einen Schreck kriegt, ist der Spurhalteassistent zu erkennen an dem grünen Symbol da unten in Bildmitte. Wenn ich jetzt da dann ein bisschen rausfahre, natürlich wirklich schön ein bisschen. Ich konnte es nicht absichtlich. Da, dann fängt das Lenkrad zum Vibrieren an. Und dann weiß ich, aha, scheiße, ich muss die Spur halten. Da geht es jetzt schon ein Stück steil rauf. Zurückschalten, ohne dass man es merkt. Ja, souverän einfach. Wir fahren jetzt da zum Opa. Weil der Opa hat schon länger gesagt, wenn sie eher nochmal ein Auto kaufen würde, dann wäre es ein Jeep.
mit Jeep Mulder ein SUV. Schauen wir mal, was er sagt dazu. Die Spiegel, die sind gut, auch mit dem Anhänger. Ich sehe jetzt, ich habe leider nicht einen Anhänger Rangierassistent. Servus! Ja, wir haben ein neues Auto. Was? Ja, der ist auch. Ja, schon ist umgegangen. Dauert einen Augenblick. So, Stecker. So, oben hier hin. Ja. Dann wird's geil. Dann wird's reit. Du brauchst doch mal hoch. Ja, jetzt haben wir einen Allrad draußen. Das ist doch doch viel. Ich hätte das nicht oben gekippt. Warum? Weil das war ein Schweizer Auto. Ich muss nicht mehr piepst da nix. Na, ja, du nicht mehr. Da kommst du schon nicht. Die tun da auch viel, weil sie da Bammel. Ja. Langsam. Ja, nicht. Nee. Langsam. Ja, langsam. Ja, langsam. Ja, ich muss nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich nicht sehe, ich muss nicht. Da kannst du dort auch zoomen. Dann schaust du weiter hier und weiter weg. Ja? Sechs bis auf Kitzling und trägst das Rad und so. Zack, weg, vierte für heute. Ui, der schürt um Kurven brutal. Also ich verstehe es nicht, was die Leute immer haben. Noch mehr PS, noch mehr. Also 270, 200 kW. Das ist doch eh schon pervers. Ich darf nicht für mehr weg, gell? Ja, ja. Hui. Ja, fahren wir nochmal heim und bauen wir den Motor im Bus ein. Ja, das war was. Ich verstehe nicht, warum der 656
nicht im Vito drin ist. Waschanlage, gibt es einen speziellen Modus? Ja, jetzt kommt es einmal rein dort und schauen wir mal, was wir überhaupt an Diesel verbraucht haben. Durchschnitt gesamt 9,2 Liter. Das ist also wirklich okay. Und wir sind gefahren 10,6 Liter. Ja, tut mir leid. Ich wollte da einmal schauen, weil geht der, haut das hin und ja, es haut hin. Die 272 PS und 600 Newtonmeter, das sind mehr als ausreichend. Ich sage danke an Mercedes Meyer. Ich war da, weil wir im Betrag-Spezialwerkzeug gekauft haben. Und dann habe ich mir gedacht, du magst doch auch, bevor die ganzen Elektroautos kommen, noch einmal einen richtig schönen Sechszylinder fahren. Und habe mal gefragt, ob ich mir mal da mitnehmen kann über das Wochenende. Und sagt, ja, freilich, vielleicht noch so kurz meine Meinung dazu. Ich finde das auch gescheit groß, ja, kann man so sagen. Aber er fährt sich handlich und mir zumindest macht es Spaß, ein bisschen was Größeres zum Fahren. aber so ein Auto ist nichts für die Stadt. Ich verstehe die Leute nicht, die so ein Auto für die Stadt kaufen. Das ist ein Auto für einen Anhänger, 3,5 Tonnen und man hat Platz. Es ist ein sehr komfortables Reiseauto, Verarbeitung, das ist halt einfach ein Mercedes. Ja so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieh ich nicht runter. Wenn es ein Abo da lässt, wird sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum sehen. Nächsten Highlights kommen, der Mock will immer was zum tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Mock auch mal zu eng.